Hi und herzlich willkommen zu Part 20. Wir sind wieder zurück bei Gothic 2. Ja, das ist doch schon lange bekannt. Wir waren gerade eben hier oben und haben mit Lord Andrei gesprochen, haben Kapitel 2 gestartet. Ich bin sehr aufgeregt. Was wir allerdings noch machen sollten, ich habe mir noch mal überlegt, was ich jetzt machen kann. Das ist kein Geheimnis. Wir reden jetzt nochmal mit Vatras, weil der ja die ganze Zeit, da ist ja die ganze Zeit dieses Ding offen, von wegen, wir müssen uns dem Auge irgendwas anschließen oder dem Ring des Lichts war es, genau. Und das machen wir jetzt mal. Das ist wirklich nicht mein Problem. Beziehungsweise wir gucken mal, ob wir es machen können, was wir dafür brauchen, dass wir es können. So. Vatras! Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Hey, du! Ich habe eine Botschaft für Meister Iskaroth. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Was denn für eine Belohnung? Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Eispfeil, oder? Heilung brauchen wir nicht. Lichtzauber? Nee, gib mir den Eispfeil. Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskaroth. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Okay. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Corinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte ihn davon. Das muss unverzüglich aufhören. Aber habe ich doch gemacht. Er fand es doch nicht okay. Wegen der vermissten Leute. Ja? Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Elvridge, der Lehrling des Meisters Torben, erzählte mir, dass die Banditen die verschleppten Menschen über den Seeweg aus Corinis entführten. Einige Piraten sind mit im Spiel. Ihre Rolle in der Sache ist mir aber noch nicht ganz klar. Ich habe Elvridge von den Banditen befreit. Ein Mädchen namens Lucia ist von den Banditen verschleppt worden. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Alles deutet darauf hin, dass sie das freiwillig tut. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Cool. Weiter so. Ja, gut, dass wir mit ihm gesprochen haben. Ich bitte dich noch um einen kleinen Gefallen. Geh zum Hafen. Dort findest du einen Mann namens Laris. Ja, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Heidenei, Leute! Wir haben so viel zu tun! Oh, ich fühle mich jetzt ein bisschen gestresst, ne? Ich hoffe, ich kann mir das jetzt alles merken. Also, wir gehen jetzt als erstes zu Laris. Danach gehen wir nochmal bei Martin vorbei, gucken, ob Martin das jetzt rafft. Dann müssen wir zum Kloster gehen. Wir waren sogar schon mal am Kloster. Das heißt, ich weiß ja sogar noch ungefähr, wo es war. Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden es finden.
Und wir haben immer noch unser Schäfchen verloren. Weil am Kloster konnte ich doch mit einem Schäfchen irgendwie und 1000 Gold oder so irgendwas erreichen. Naja. Unser armes Schäfchen. Ich wollte es jetzt jeden Tag einmal anstupsen, aber jetzt ist es nicht mehr da. Was will ich machen? Ich glaube, dass der Bug, den ich hatte, einfach der war, dass die Leute nicht reingeladen sind. Weil eben haben die ja auch noch nicht reingeladen, aber jetzt sind sie da. Ne, vielleicht lag das einfach daran. Laris, hallo! Hey, du! Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Oh. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Nein. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Hey, die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Okay, Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Ja. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zuris am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Hast du es schon mal am Marktplatz versucht? Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Ey. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet ja. mir. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lemar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Ich will kein Geld leihen. Ich hab genug. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Man erzählt sich ja so einiges. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Natürlich. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Das liegt doch auf der Hand. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Von mir erfährt keiner was. Ja, machen wir. Also, wo ist der Ring? Glaubst du wirklich? Ja, wo ist er denn? Meine Meinung kennst du ja schon.
Ist das wirklich wahr? Möglich ist alles. Wow. Wird sich das jemals ändern? Okay, jetzt gehen wir noch ganz kurz zum Martin. Und danach gehen wir an den Marktplatz und gucken mal, wer von den Kadetten das ist. Das kann doch nicht wahr sein. Der Martin labert mich doch eh wieder voll, dass ich mehr Beweise brauche. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe mit Vatras drüber gesprochen. Für Innos! Ja! Okay. Martin, hallo. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit dem Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt, aber ohne handfeste Beweise kann ich da leider nichts machen. Ich werde mich doch nicht Ja, okay. Na gut, Martin. Wenn das so ist. Was hat der mir jetzt eigentlich gegeben? Der hat mir doch irgendeinen Pfeil gegeben, oder nicht? Das ist kein Geheimnis. Von mir hat er das nicht. Es war doch seine Entscheidung. Okay, wir können auf jeden Fall die Rüstung jetzt verkaufen. Wir müssen ja zum Marktplatz, dann verkaufen wir die direkt. Weil die brauchen wir wirklich nicht, die Rüstung. Es war doch das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist ja total billig alles. Das heißt, hätten wir uns nicht der Miliz angeschlossen, hätten wir den Verschlaf zaubern müssen, den Typen, um an die Rüstung zu kommen. Das ist interessant, gut zu wissen. Das ist lange bekannt. Das wusste ich nicht. So, wir haben doch sogar eine Karte, ne? Von Cornelius. Was ist denn da das Kloster? Das ist das da, in der Mitte oben. Glaube ich. Die falschen Leute gehört. Da, wo diese Brücke war und dann das große Haus. Da gehen wir dann hin und gucken mal. So. Ab zum Marktplatz. So, wir müssen mit den Leuten hier reden. Der Typ, der geklaut hat, der steht ja immer noch darum. Hab ich nicht gesagt, er soll sich verpieseln? Hey, du. Und das Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Dann geh doch da weg, ey. Er erzählt alles weiter. Ich habe was anderes gehört. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Ja, okay, das weiß ich ja. Gut, Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Ja. Das ist doch kein Geheimnis. Zeig mir deine Ware. Das weiß doch inzwischen jeder. Wer sagt denn sowas? Naja, mein Freund. Also, das ist doch schrecklich. Ne? Ich glaube da nicht dran. Das darfst du keinem erzählen. Er redet einfach zu viel. Ach, das heißt, ich das kann den Gürtel... Das darfst du keinem erzählen. Nö, ich trag den doch. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, wir verkaufen Ehrlich, jetzt erstmal den Schund. Ich habe es selbst erlebt. Er arbeitet auch den ganzen okay. Tag. Ja, er hat keinen besseren Bogen wie weiter. Wir, ne? Schade. Man sieht das anders. Das nee. Darfst du keinem erzählen. Hat er nicht. Er redet einfach zu viel. Ich glaube da nicht dran. Wer sagt denn sowas? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das ist ja schrecklich. Okay. Er erzählt alles. Das weiß doch inzwischen jeder, was du nicht sagst. Das ist ja schrecklich. Hat er gute Geschäfte gemacht, nur gekauft. Und das wird noch viel schlimmer.
wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wir können zeig mir deine Ware. Ob wir wenn unser Ledergürtel verkaufen und stattdessen den Milizgürtel kaufen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen ich habe hätte. Was anderes gehört. Weiß ja nicht, ob der uns vielleicht dann mehr bringt oder so. Ich glaube da nicht dran. Okay. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja schrecklich. So, zieh mal den Milizgürtel an. Jeder. Schön. Okay. Er sollte lieber den Mund halten. So, jetzt müssen wir nur gucken, mit wem wir da reden müssen. Er erzählt alles weiter. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Die Bürgerinnen werden es ja wohl nicht sein. Man sieht das anders. Er redet vielleicht? Einfach zu viel. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, sieht das anders. Hey, du. Ach, warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut, in dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Das ist ja schrecklich. Mein Mann sieht das anders. Haben wir das schon mal gemacht? Okay. Hey, du. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ehrlich, ich hab's das wollte ich nicht öffnen. Ich wollte das hier öffnen. Baltran, der Händler, Laris, vielleicht kann Laris jetzt vom Hafen weg. Okay, das ist sehr eindeutig. Ja, cool. Dann gehen wir da direkt hin. Das ist mal wieder typisch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist doch kein Geheimnis mehr. So. Ab zu Laris. Ich vergesse übrigens immer, dass wir springen können. Vielleicht können wir das mal demnächst mal ein bisschen berücksichtigen. Okay, mal gucken wir weiter jetzt. Hey! Ich bin ganz deiner Meinung. Hey! Möglich ist alles. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Sehr gut. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Vielleicht kommst du ja auf die Idee, dich uns anzuschließen. Das hätte doch besser wissen müssen. Meinst du, mir geht es besser? Okay, lass uns gehen. Wohin? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wieso zu Onas Hof? Das ist doch lange erstmal. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Oh, er rennt ja sogar. Ich drehe ab. Leute, ich dachte jetzt, ich muss hinter dem herschleichen. Der ist ja richtig schnell unterwegs, der Laris. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich erzähl dir Gott sei Dank. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Sehr gut. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das, das habe ich schon immer gesagt. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das ab darfst du und durch das ist Tor. Ja schrecklich. Er erzählt alles schlimme weiter. Zeiten sind das. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Was du nicht sagst. Gut, dann gehen wir jetzt zum Kloster. Was ist denn das da hinten? Oder ist denn da ein Wolf? Ah, neu gespawnt, okay. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ist doch kein Problem, mein Freund. Ich mach das doch. Oh, Zähne und nichts zu plündern. Hör auf, ich will die kaputt machen. Ach, wir teilen die Erfahrung? Ernsthaft? Ist ja cool. Cool. Ja, dann ist okay. Dann kann er die gern killen. Ich dachte halt, wenn er mir jetzt wieder die Kills klaut, dann habe ich Pech gehabt, aber... Boah, ich bin stuck. Hallo? Leute, ich bin stuck. Oh nein.
Wisst ihr was? Ich habe noch nicht gespeichert. Was mache ich denn jetzt? Hoffentlich geht es jetzt. Oh, Gott sei Dank. Puh, wieder Glück gehabt. Warte mal. Nee. Sag mal, Laris, du bist jetzt nicht ernsthaft stuck, oder? Och, Leute. Jetzt ist der Typ da stuck. Warte mal. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Naja. Toll. OMG. Ich guck mal kurz, ob hier noch Viecher sind. Vielleicht kann ich die zu ihm locken. Vielleicht entstackt er sich dadurch. Oh, Typ, ey. Hier oben sind noch bestimmt irgendwelche Viecher. Ja, cool. Also ich bin entstuckt, aber er nicht. Das ist jetzt kacke. Das wirst du bereuen. Ja, okay. Mag es ja. Gut, also. Ich muss wieder ganz zu Beginn zurück. Wir sehen uns gleich wieder. Ich spiele das kurz und dann spielen wir an der Stelle wieder weiter. Bis gleich. Keine Ahnung, ja, du bist. So, ihr Lieben, wir sind wieder am Start. Nun. Ja, es war leider echt ein Fail. Aber jetzt sollte es besser laufen. Bin sehr gespannt, ob er wieder stuckt. Ich habe gespeichert. Ich hoffe wirklich, dass er sich zusammenreißt. Nichts zu holen. Ich versuche ihn jetzt bewusst ein bisschen weiter links zu halten, dass er nicht wieder da runter rennt. Okay. Ja, das scheint zu klappen. Nichts zu plündern. Sehr gut. Naja. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Saturas? Wer ist das? Na, der oberste Wassermagier im neuen Lager. Damals im Minental, als die Barriere uns noch alle eingeschlossen hatte. Lee und ich hatten damals einen Pakt mit den Wassermagiern geschlossen und haben uns mit gemeinsamen Kräften gegen das alte Lager behaupten können. Mhm. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Echt eine schöne Rüstung, gell? Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich wollte gerade sagen, wenn der schon wieder stuck ist, ne? Okay, wir müssen öfter speichern. Der ist nicht so ganz so kompetent, glaube ich. Das klingt jetzt böse. Er ist super. Ne? Aber wir müssen auf ihn aufpassen. Das steht schon mal fest.
will ihm da nicht reinfuschen und ihn töten, deswegen lasse ich ihn das machen. Geht's ihm gut? Hallo? Laris? Geht's dir gut? Ja. Scheint beinahe so. Ja, ihm geht's gut. Haben die jetzt auch was für mich, die Molaratz? Ah ja, nur Fleisch, okay. Laris, lass mich doch vorgehen. Ich bin doch stärker wie du. Was ist los? Geht's noch? Hä, natürlich. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Bin doch direkt da, weißt du? Unter voll den Stress. Wenn er das nicht sieht, kann ich... Ah, warte mal. Wir haben hier eine Quest. Das wird sich nie Lading ändern. Cook in einem Zug. Das ist eine schlimme Sache. Das können wir ja mal ganz kurz machen. Das kann doch nicht wahr sein. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. War doch seine Entscheidung. Hä? Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Das ist kein Geheimnis. Es ist ein Aquamarin. Schon mal einen gesehen? Ja, das habe ich. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Das wundert mich. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden. Nicht weit von meiner Taverne entfernt ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Das war keine große Sache. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Cool. Ich wollte eigentlich mit irgendjemandem hier... Das hätte er auch selbst wissen können. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten... Dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, ja, okay. Das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Ja, ich? Und du hast deine Wette. Ich hätte jetzt gewettet. Naja, okay. Ich werde mich da nicht. Sieh mal an, wer da reingeschneit hat. Der Bauernjunge. Jetzt du kommst wir. Mir gerade recht. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Hey. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Ich kann mich drauf verlassen. Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du dann Wicht. Ich Hallo? Suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Glaubst du wirklich daran? Du redest von Diego. Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Hallo. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Der ist voll frech. Irgendwann muss das hier so kommen. Meinst du, mir geht es besser? Proviant? Du bist ja in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Gold? Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verprasst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Hallo? Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt habe. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Meinst du, mir geht es besser? Hier hast du 10 Goldmünzen. Du arme Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Ey, hallo. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle.
Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir alleine ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Er musste es ja besser wissen. Okay, mit dem mache ich das später. Ich muss ja meine eigentliche Mission erstmal und so weiter, Leute, ne? Also, der soll mich jetzt hier mal nicht so ablenken. Aber zu dem gehen wir dann und dann helfen wir ihm. Da bist der Kriech anzuzetteln. Ich habe immer Angst, dass ich ihn treffe. Der hasst mich doch dann, wenn ich ihn falsch erwische. Ah ja, genau. Dann den Weg durch und dann links ist das Kloster. Und da müssen wir eigentlich noch zu Onas Hof schlawinern, weil ich meine, erstens will er mich da eh hinbringen und zweitens würde ich gerne noch die Teller abgeben. Ich glaube bei der Maria, so hieß sie. Oh, Goblin, Goblin, Goblin. Bin doch da. Mach mir jetzt nicht schlapp. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Als ob ich schlapp machen würde, Leute. Ich bin den Weg schon 100 Mal gelaufen. Oder so. Ich glaube, wir spenden Innos mal Geld. Ah, schön. Hat sich ja gelohnt. Scavengers! Nichts zu holen. Bin da. Ich bin doch letztes Mal einen anderen Weg zum Kloster gelaufen. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich bräuchte jetzt mal einen Kaffee. Ey Leute, wir sind schon wieder verschwunden. Oh Mann. Im nächsten Part gibt's Kaffee für mich. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So. Gleich palabert er uns voll. Die was alles fängt da grauen an. Die was aber das...
Lass uns. Bleibt. Oh. Taucht er dann von selbst wieder auf oder nicht? Das ist ja kacke. Mit dem verschwundenen Dings können wir nicht gut arbeiten. Die Wassermark, alles grauen, die war aber das. Okay, das sieht gut aus. Bleibt. Sehr gut. Dialog überstanden. Huh. Ich war doch schon mal am Kloster. Da bin ich einen anderen Weg gelaufen. Ah. Der war da noch nicht. Hey, du, bleib stehen! Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Du hast eine ganz schön große Klappe, hey. Kleiner. Es wird Zeit, dass ich sie dir stopfe. Kannst du noch? Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Mhm. Ja, kein Problem, ne? Mhm. Dankeschön. Dummkopf, ey. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es da runter geht, mein Freund. Kerritscher! Da ist nicht gut zu sehen. Okay, der schwebt schon mal in der Luft. Schön. Müssen wir da richtig speichern? Er ist verschwunden. Again. Ah, den Weg sind wir letztes Mal nicht gelaufen. Wir sind unten rumgelaufen. Glaube ich. So, hier kann's gefährlich werden. Oh? Lass uns weitergehen. Ah, wir sind aber trotzdem an der Stelle, wo wir schon mal waren. Snapper? Das schafft doch der Laris auch nicht. Kann mir doch keiner erzählen. Laris, machst du das mal bitte? Als ob der so viel Schaden macht, ne? Ja, okay. Gut. Aber hier ist doch nicht das Kloster. Ach, wir müssen da zusammen runter jetzt. Oh, interessant. Da war ich ja schon mal. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Okay. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Warte mal. Okay, lass uns gehen. Wohin? Zu Onas Hof. Dann wollen wir mal. So. Folge mir. Ja, aber den lassen wir jetzt erstmal da oben stehen. Weil wir wollen ja, also wir wollen danach zu Onas Hof. Bleib schön da stehen, Laris. Sonst wäre er jetzt vielleicht wieder nach Hause gerannt. Das wäre jetzt blöd gewesen. Aber so ist okay. Na, wir haben noch genug Pfeile. Ist auch schön. Ich habe ja schon mal ein paar weggemacht hier beim letzten Mal. Die Ratten sind ja überhaupt kein Problem für uns. Wir hatten ja nur das Problem, dass uns die Pfeile ausgegangen sind. Goblin-Skelette sind schon ein bisschen schwieriger. Wir probieren es aber trotzdem. So.
nachdem, wie viele das sind, haben wir ein Problem gleich. Ah! Da ist ja schon direkt einer. Ja, gut, ich meine, er hat gesagt, rennt durch, aber die sind schon ganz schön schnell, ne? Wir probieren es, durchzurennen. Ich hoffe halt nur, geradeaus ist der richtige Weg. Hallo? Ist da wer? Ja, da ist jemand. Hilfe! Zu Hilf! Zu Hilf! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Eins? Du bist witzig. Kannst du dich bitte kümmern? Hilfe! Ein Mistvieh weniger. Oh, gut gemacht. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube hey. Ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Ach, und du glaubst, damit wäre das erledigt. Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Naja. Was? Eigentlich nicht. Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris! Ich bring ihn um! Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten,
kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Och. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Na gut. Nichts zu plündern. Erstmal gucken, was da oben ist. Ah, das war ein Steinwächter. Okay. Aha, da ist eine Steintafel versteckelt. Dieses Spiel und seine Verstecke. Ja, cool. Okay, dann gehen wir jetzt mal da hinten durch. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal heilen. Fressen uns mal kurz ein bisschen durch. So, das sollte genügen. Da ist noch einer der Magier. Sieht ja genauso aus wie der von eben. Hey, du. Kann man doch einfach durch die Höhle brüllen. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnes? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Okay. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Cool. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Nun kann dein Irrlicht schon einige Dinge mehr finden, die dir nützen. Ja, okay, das andere lernen wir jetzt einfach auch noch, weil... Wonach? Ist ja schon praktisch. Oh. Runen und Schriftrollen, Ringe und Amulette. Erstmal was Kleines. Wir können dem ja dann mal anders noch was beibringen, weil es kostet jetzt schon relativ viel, wenn wir dem noch was beibringen. Ich guck mal, was, ob jetzt noch mehr. Zeig mir, wie ich mein. Wonach? Nee, okay, die anderen Sachen machen wir dann. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Hey! Such mir etwas. Ich brauche Gold, Schlüssel und Gebrauchsgegenstände. Jetzt? Macht es jetzt einfach, oder? Ich verstehe dieses Licht noch nicht ganz. Hm. Oh ja.
Hey, da kann man was reinstecken. Womit denn? Ein Schlüssel. Such mir Schlüssel. Ist dein Schlüssel? Oh. Ah, ich verstehe. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Komm ich da jetzt wieder hoch? Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ah ja. Okay, cool. Schön, wir haben eine Tafel gefunden mit dem Licht. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ich hätte das anders gemacht. Hallo. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Okay. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Na, wir können echt mal ein paar Tränke mitnehmen. Immer nicht. Da ist nichts zu holen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Bei der Arbeit? Nee. Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Aufregend. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinnis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen.
Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Nein, musst du auch nicht. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Cool. Dankeschön. Mal schön die Sau rumgedreht. Okay, das brauchen wir nicht. Was ist das? Womit denn? Oh, okay. Toll. Hätten wir schlafen können. Na, super. Müxchen. Hey, du. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Ja, erzähl mal nix. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen, sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Ich will lesen. Ja. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Bitte. Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ich bin gespannt. Oh, wir haben noch 7 Lebenspunkte, Energie, ach, Lernpunkte meine ich. Aber was bringt mir das jetzt? Hat sich jetzt irgendwas verändert? Nicht Magie lernen, ne? Aber Lebensenergie wollen wir. Das wollen wir. Okay, die Level 1er Sachen können wir jetzt. Wir wollen diese Bogenschütz-Sachen lernen. Stärke. Einhand. Ah, okay, das kennen wir schon. Okay, das heißt, hey. Wir könnten bei ihm jetzt auch noch das zweite lernen. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauer. Texte, die in der... Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung... Okay, schade. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn wir das auch erledigt hätten, weil dann müssten wir nicht nochmal daher dann. Aber okay. Hey, du. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Hi. Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Nee. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ja. Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Ja, kann ja mal vorkommen. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie.
Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Echt jetzt? Ja? Ja, das ist großartig. Hä, wo habe ich das her? Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Oh, cool. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen Danke. Und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Dankeschön. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Ja, je länger ich auf die Idee, Inschriften ne? starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich ja, gemacht okay. haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Aber sicherlich ist es nichts Gutes. Hey, aber warum willst du es dann aufmachen? Wegen der Fehler. Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt. Okay, das weiß ich ja. Aber zeig mir mal die Karte. Ah, cool, okay. Ja, da gucken wir nach. Schönes Ding, Leute. Haben wir richtig was erreicht jetzt? Krass. Ah. Aha. Ja, okay, das ist jetzt hier wahrscheinlich der Teleporter. Das Lustige ist nur, eigentlich haben wir ja den Typen vor der Tür stehen. Das heißt, der sollte uns ja zu Onas Hof bringen. Sollten uns jetzt vielleicht nicht unbedingt teleportieren lassen, oder? Wie seht ihr das? Ich weiß ja auch nicht. Ich habe ja keinen Bock, dass wir uns jetzt teleportieren lassen zu Onas zurück in den Hafen. Und dann steht der Typ aber hier oben halt rum, ne? Das wäre jetzt auch blöd. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück. Ich glaube, da ging es aber auch nochmal links rein. Genau. Ah, das ist aber kein Durchgang, ne? Nee. Okay. Haben wir ja alles richtig gemacht. Es ist ja Nacht. Was ist denn das jetzt hier? Goblins, wo kommen die denn her? Ich sehe doch überhaupt nichts. Ach Mann, ihr kleinen Goblins. Oh, ihr Lieben, okay, damit beende ich den Part. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, damit ich den nächsten Part mit viel Kraft schaffe. Ja, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part und bis dahin. Ciao!